Die amerikanisch-kanadische Grenzregion gehört zum Einflussgebiet einer berüchtigten Motorradgang. Die Hells Angels kommen ganz offen auf einen zu und schießen einem in den Kopf. Die Motorradgang agiert mit blankem Terror. Insgesamt gab es 160 Tote, das reinste Blutbad. Es gilt das Gesetz der Wildnis, Raubtiere und ihre Opfer, überall. Die Hells Angels setzen alles daran, die Konkurrenz auszuschalten. Die Jagdsaison war eröffnet. Um den Drogenschmuggel über die amerikanisch-kanadische Grenze am Laufen zu halten, gehen sie über Leichen. Besser ein Hells Angel als eine Kugel in den Kopf. Montreal. 1,5 Millionen Einwohner. Nur 70 Kilometer von der amerikanischen Grenze entfernt. Das Kopfsteinpflaster wirkt irgendwie europäisch, idyllisch. Doch nachts zeigt die Stadt ihre dunkle Seite. Im Fallenschein der Neonlichter blühen Drogenhandel, Prostitution und Gewalt. Und die Hells Angels kontrollieren einen großen Teil davon. Wenn die Hells Angels in ein Land einfallen, dann mit der ganzen Wucht, die sie als bekannteste Motorradgang der Welt haben. Montreal ist das Mekka der Hells Angels, ihr Zuhause im weiten Norden. In diesem Gebiet haben sie 100 Mitglieder. Ihnen geht es nur um eins: Geld. Die Hells Angels haben mit Kokain in 1,5 Jahren mehr als 115 Millionen US-Dollar gemacht. Die mischen überall mit: im Geschäft mit Drogen oder Prostituierten, bei jedem Dreck. Im Umgang mit der Konkurrenz fahren die Angels eine einfache Strategie. Erst gibt's eine Warnung. Wer das nicht versteht, wird zusammengeschlagen. Und wer es dann noch nicht kapiert, wird umgebracht. Die Konkurrenz wird einfach eliminiert. Sie sind hier in Montreal in die Reviere kleinerer Fischer eingedrungen und haben die zusammengeschlagen. Die haben sich nach oben geprügelt. Es ging um die totale Einschüchterung. André Bouchard war als Polizist mehr als 20 Jahre lang in Montreal hinter den Hells Angels her. Selbst in Uniform erntete er von den Rockern nur Hohn und Spott. Und das jeden Tag. Aber wenn mir einer Prügel oder den Tod angedroht hätte, hätte ich ihm sofort den Kiefer gebrochen. Bouchard hat den Aufstieg der Hells Angels von einer kleinen Schlägerbande zu einem Verbrechersyndikat miterlebt. Als wir damals diese langhaarigen, tätowierten Penner auf ihren Motorrädern sahen, dachten wir, was wollen die denn? Wir hatten ja keine Ahnung, dass aus denen mal ein solches Problem werden würde. Das rot-weiße Imperium der Hells Angels verästelt sich inzwischen in weiten Teilen Nordamerikas. Nach eigenen Angaben hat der Club 124 Chatter, das sind aktive regionale Untervereine, und 1300 Mitglieder. Man darf die Hells Angels in Kanada und im Norden der USA nicht getrennt betrachten. Waffen und Drogen kommen problemlos über die Grenze. Die Charter helfen einander. In Kanada haben sie nicht so viele Waffen wie in Amerika. In den USA kommt man da viel leichter dran. Also werden Waffen nach Norden und Drogen nach Süden verschoben. Cal Broker gehört zu den wenigen, der den Angels quer gekommen ist und das überlebt hat. Die sind wirklich gefährlich. Die reißen einen in Stücke und essen dann gemütlich weiter. Cal war als verdeckter Ermittler unterwegs. Um an die Angels heranzukommen, gab er sich als korrupter Geschäftsmann aus, der weiß, wie man an Drogen kommt. Seine knallharte Art hat ihn wohl gerettet. Ich bin der, der ich bin. Wenn du Geschäfte machen willst, dann verdammt nochmal los. Du willst Koks?
Kein Problem. Und ich rede hier übers große Geschäft. Kell hat schnell begriffen, dass in der Welt der Hells Angels niemand sicher ist. Nicht einmal die Frau eines Rivalen. Das war in irgendeinem Laden. Urplötzlich schlugen sie die Frau von so einem Typen zusammen. Da ging es um $500. Die haben so hart zugeschlagen, dass sie ihr eine Augenhöhle und die Nase gebrochen haben. Wegen solch brutaler Angriffe gelten die Hells Angels als eine der gefährlichsten Gangs der Welt. Und die Mitglieder tun buchstäblich alles, damit das auch so bleibt. »1994 wollten die Hells Angels ihre Macht in Montreal festigen. Und das hieß, rivalisierende Gangstersyndikate und jeden, der ihnen im Weg war, zu beseitigen. Das Ziel, die alleinige Kontrolle über den lukrativen Kokainhandel. Als Vollstrecker sollte der 41-jährige Maurice Boucher alias Mom fungieren.« Boucher galt in der Biker-Szene als schlimmster Gangster überhaupt. Jeder kannte diesen Namen, wie den von Al Capone. Er ist echt das Letzte, ein Killer. Aber die Polizei hat ihn einfach nicht dran gekriegt. Er war quasi der Rockstar unter den Hells Angels. Boucher genoss das Gangsterleben und das Rampenlicht. Der Typ ging auf Journalisten zu und sprach mit ihnen. Er legte einem den Arm um und ließ sich fotografieren und dabei setzte er immer dieses Grinsen auf, das ich ihm so gern mal aus dem Gesicht gekachelt hätte. Mom Boucher war eine mörderische Leitfigur und er kannte nur ein Ziel. Er wollte alles haben. Plötzlich wurden die Hells Angels so eine Art Walmart nach dem Motto, wir übernehmen alles, du kaufst nur noch bei uns, wir kontrollieren alles, du hast keine Wahl. Nicht alle waren damit einverstanden. Viele wollten keine Geschäfte mit den Hells Angels machen. Die wollten nicht zu einer Organisation gehören, in der man eine Kugel in den Kopf kriegt, sobald man aus der Reihe tanzt. Der Motorradclub Rock Machine war bereits dick im Drogengeschäft und wollte keinesfalls vor den Angels kuschen. Die Gang bestand aus unabhängigen Dealern, Clubbesitzern und einigen ausgestoßenen Bikern. Die Rock Machine stellte sich ganz offen gegen die Hells Angels und sie rekrutierte diejenigen, die sich von den arroganten Hells Angels betrogen oder mies behandelt fühlten. Als Mom Boucher davon erfuhr, befahl er der Gang, sich sofort aufzulösen. Doch die dachte nicht daran. Die meinten nur, wir machen weiter und daran könnt ihr nichts ändern. Das Problem war nur, dass die Angels das eben doch konnten. Die hatten einen Haufen Killer. In den frühen 90ern fingen sie an, sich gegenseitig umzulegen. Innerhalb eines Jahres gab es mehr als 20 Tote. Als die Hells Angels der Rock Machine den Kampf ansagten, brach ein echter Straßenkrieg aus. Das war wie in Kolumbien oder Südamerika. Die zündeten Bomben in Wohnvierteln und Supermärkten, wie Terroristen. Was folgte, war der blutigste Bikerkrieg in der Geschichte Nordamerikas, mit 160 Toten und 200 Verletzten. Unter den Opfern waren auch völlig Unbeteiligte. Die Kinder auf der anderen Straßenseite waren nicht zu übersehen. Aber diesem Typen war das egal, er bombte drauf los. Im Großraum Montreal leben rund 3,7 Millionen Menschen. Die Stadt ist gerade mal eine Autostunde von der US-Grenze entfernt. In diesem Gebiet leben mehr als 100 Mitglieder der Hells Angels, der weltweit brutalsten und kriminellsten Motorradgang. Die Hells Angels haben unter den Bikern eine Monopolstellung und sie lösen ihre Probleme, wie es ihnen passt, meist mit Gewalt.
Mit diesem Terror und mit Einschüchterung haben sie begonnen, den Drogenhandel hier im Grenzgebiet zu kontrollieren. Mitte der 70er Jahre liefen die kriminellen Geschäfte der Hells Angels wie geschmiert. Jedes Jahr machte die Gang Millionen mit Drogen. Mit anderen Motorradgangs lieferte sie sich regelmäßige Revierkämpfe, nicht nur um den Status quo zu erhalten, sondern um zu expandieren. Die Biker nördlich der Grenze waren für diese Outlaws leichte Beute. Die Kanadier glauben immer, den USA etwa 10 Jahre hinterher zu hinken. Da gab's also so ein paar Typen auf Harleys, die am Wochenende ein paar Bierchen heben und sich in einer Bar prügeln wollten. Die Angels hatten keine Probleme, neue Mitglieder zu finden. Man kannte die amerikanischen Hells Angels aus dem Fernsehen. Und diese Typen wollten eben genauso aussehen. Langsam aber sicher wurde das hip, die langen Haare, die Muskeln und die Lederjacken. Die 1977 streckte als erstes das New York Charter die Fühler Richtung Norden aus. Die Hells Angels hatten den kanadischen Drogenmarkt im Visier und das Geschäft mit der Prostitution. Im Dezember durften 35 Rekruten bei den Hells Angels einsteigen. Ihr Clubhaus lag vor den Toren der Stadt und natürlich in Grenznähe. Es gab nur ein Problem. Die Angels waren nicht allein. Auch die Motorradgang Outlaws versuchte, ihren Einflussbereich zu erweitern. Allerdings duldeten die Angels keine Konkurrenz. Sie stellten den Rivalen ein einfaches Ultimatum. Die Angels ließen die Outlaws wissen, entweder ihr verreckt oder ihr verschwindet. Den Krieg gegen die Outlaws führte Yves Trudeau alias Apache. Yves Apache Trudeau war der Killer King. Er war ziemlich klein, doch was ihm an Größe fehlte, machte er durch Niedertracht und Brutalität wett. Nicht gerade der Typ, dem man blöd kommen will. Apache verwendete Schusswaffen, konnte aber auch Bomben bauen. Vor seiner Zeit bei den Angels hatte er in einer Sprengstofffabrik gearbeitet. Dort hatte er gelernt, Bomben zu bauen. Und er wusste, wo und wie man umsonst an Dynamit kommt. All das hat er den anderen Gangmitgliedern beigebracht. Die Bombenanschläge verdanken wir ihm. Im Kampf gegen die Outlaws setzen die Angels am liebsten Bomben ein. Es wurde zu ihrem Markenzeichen. Die Botschaft war klar und versetzte jedermann in Angst und Schrecken. Die Outlaws hatten schnell verloren. 1979 hatten die Hells Angels schließlich im Grenzgebiet das Sagen. Doch das genügte ihnen nicht. Sie wollten mehr und gingen auf Mitgliederfang. Eigentlich wollten sie viele neue junge Biker. Doch sie rekrutierten einen ganz anderen Typen. Die neuen wollten Geld machen und den amerikanischen Traum leben. Sie wollten reich werden. Spannungen zwischen den neuen, geschäftsorientierten Mitgliedern und den älteren Barschlägern blieben da nicht aus. Die neuen Mitglieder operierten weiter unten im Süden. Die älteren, unter ihnen auch Apache, gründeten weiter im Norden ein zweites Charter. Die internen Feindseligkeiten schwelten weiter, auch weil die Älteren nicht besonders geschickt waren, den Kokainhandel auszubauen. Das North Charter ist nicht nur das brutalste, sondern auch das unzuverlässigste. Viele Biker glaubten, dass zu viel Kokain in deren Nasen landete, statt auf der Straße. Im März 1985 kam es zum Bruch. New York ordnete an, mit den schlampigen Geschäften des Nordcharters aufzuräumen. Musik
27. März 1985. Das Nordcharter besuchte eine Party in einem neuen Clubhaus in Lennoxville, Quebec. Fünf Hells Angels parkten ihre Maschinen vor dem Clubhaus und gingen rein. Drinnen erwartete sie schon das Südcharter, bis an die Zähne bewaffnet. Als der Rauch verflog, lagen die fünf Angels aus dem Norden tot am Boden. Nachdem sie sie durchlöchert hatten, packten sie die Leichen in Schlafsäcke, beschwerten sie mit Ketten und warfen sie in den St. Lawrence River. Zwei Monate später trieben die Leichen dann an die Oberfläche. Das war eine klare Ansage. Verarscht uns nicht. Wir sind die Hells Angels, die gefährlichsten Jungs der Stadt. Und der beste Beweis, man ist nicht nur bereit, Gegner zu töten, sondern auch die eigenen Leute. Ein Mann aber war den Angels bei ihrer Aufräumaktion durchs Netz gegangen. Apache Trudeau. Als er erfuhr, dass die Angels hinter ihm her waren, beschloss er, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Seine Aussagen waren schockierend. Eve Apache Trudeau erzählte den Cops, dass er selbst 43 Menschen ermordet habe. 29 mit einer Knarre, 10 mit Bomben, 3 hatte er totgeschlagen und einen erwürgt. 43 Mordopfer. Eve Apache Trudeau war eine Killermaschine. Doch Apache lieferte nicht nur sich selbst der Polizei aus. Aufgrund seiner Informationen konnte die Polizei 21 Hells Angels verhaften und nachweisen, dass sie an dem sogenannten Lennoxville-Massaker teilgenommen hatten. Von den 21 wurden 4 wegen Mordes verurteilt. Nun saß die Hälfte der Hells Angels hinter Gittern. Doch warteten im Schatten bereits die Nachrücker auf ihre Chance. Unter ihnen auch der 33-jährige Maurice Monboucher. Mom hatte ein ganz besonderes Charisma. Er hat vielen Leuten Angst gemacht, nur deshalb genoss er Respekt. Manche Biker waren von dem brutalen Vorgehen gegen die eigenen Leute angewidert. Boucher jedoch hat das beeindruckt. Nach diesem Massaker wollte auch er ein Hells Angel werden. Seiner Meinung nach musste man Geschäfte genau so führen. Er ging also ins Hauptquartier und wurde dort mit offenen Armen empfangen. Er wurde sehr bald ein Vollmitglied. Schnell freundete sich Monboucher mit einem anderen aufstrebenden Neuling an, dem 34-jährigen Walter Stetnik, alias Nurgit. Walter Stadnick war gerade mal 1,60 Meter groß. Doch in seinem Blick lag immer eine wilde Entschlossenheit. Stadnick besaß aber auch diplomatisches Geschick. Walter Stadnick hatte von Anfang an eine Vision. Er wusste, dass man Waffen und Muskeln braucht, aber eben auch etwas wie Charme. Walter war für die Hells Angels Gold wert, denn seine Verbindungen reichten quer durchs Land. Die Gang versuchte ja schon seit Jahren, ihren Einflussbereich zu erweitern. Und so wurde Walter Stadnick zu ihrem Gesandten. Stadnick hatte das Hirn und Monboucher die Muskeln. Sie waren ein Team. Boucher wurde zum Präsidenten des Charters ernannt und Stadnick zum Präsidenten nördlich der Grenze. Walter und Mom waren extrem ehrgeizig und sie hatten schnell raus, dass die Zukunft der Hells Angels in ihren Händen lag. Und diese Zukunft sollte sehr lukrativ werden. 2 Millionen im Monat nur durch Straßengeschäfte. Und blutig. Wenn einer dieses Patch trägt, tötet ihn. Die Hells Angels. Seit den 60er Jahren dehnte sich die 1948 gegründete Motorradgang erst über die USA und dann über die ganze Welt aus. Die Hells Angels halten sich nicht lange mit Drohungen auf.
Bei den Hells Angels läuft das so. Wenn ihr hier bleiben wollt, müsst ihr bei uns eintreten. Wenn nicht, knallen wir euch ab. Einige Clubs in den USA dachten sich da, wow, diese Typen sind echt unheimlich. Die Angels haben die Kontrolle über den grenzüberschreitenden Drogenhandel übernommen. Dabei stellen sie gerade mal 1% aller Biker. Laut American Motorcycle Association machte nur jeder 100. Motorradfahrer Ärger. Da dachten sich die Angels, super, wir sind anders als alle anderen und machen das 1% zu ihrem Symbol. Alle Hells Angels haben eins gemeinsam, ihr Patch. Ihr Abzeichen als Aufnäher auf der Lederjacke. Jeder weiß, was das bedeutet. Das ist nicht das Zeichen für alle haben sich lieb. Das ist ein Totenkopf. Ein Hells Angel fährt eine Harley-Davidson, das uramerikanische Motorrad. Er trägt Ringe, Schmuck und T-Shirts mit den Insignien der Gang. Das alles ist Club-Eigentum und kann jederzeit angezogen werden. Das gilt auch für Hells Angels Tattoos, wenn jemand den Club sozusagen unehrenhaft verlässt. Wer seine Tattoos nicht selbst entfernt, dem werden sie rausgebrannt oder geschnitten. Ein Vollmitglied der Hells Angels zu werden, ist nicht leicht. In diesen Club reinzukommen, ist schwieriger als bei der US Army oder der Polizei. Die Neulinge beginnen als sogenannte Hangarounds, sowas wie Groupies. Um sich beweisen zu können, dürfen sie kleine Funktionen im Club übernehmen. Danach werden die Anwärter Prospects. Diese Phase steckt voller Schikanen. Als Prospect muss man jeden Befehl der Vollmitglieder ausführen. Daran scheitern viele. Diese Phase ist extrem brutal und erniedrigend. Die meisten Prospects werden zum Teufel gejagt. Diejenigen, die durchgehalten haben, müssen von 100% der Mitglieder gewählt werden, um zum Vollmitglied zu werden. Das kann Jahre dauern. Die Angels haben besonders skrupellose Taktiken entwickelt, um die Kontrolle über den Drogenmarkt zu gewinnen. So benutzen sie beispielsweise kleinere Biker-Gangs, sogenannte Puppet-Clubs. Die Angels sind die Strippenzieher, die kleineren Clubs stellen die Marionetten. Die Handlanger der Hells Angels in Quebec sind die Rockers. Die Rockers sind die Jungs fürs Grobe, die Bauern im großen Schachspiel. Sie versuchen, in die hintere Reihe mit den Läufern, Springern und Königen zu kommen. Bei den Rockers gibt es zwei Gruppen für die extrem gewaltsamen Aufträge der Gang. Das Baseball- und das Football-Team. Das waren Euphemismen für ihre Mordkommandos. Wenn die Hells Angels ein Baseball-Team anforderten, dann schlug das einen Typen mit Baseballschlägern zusammen. Und wenn es ernster wurde, kam das Football-Team. Die setzten Kugeln ein. Die brutalsten Mitglieder der Angels und Rockers erhalten das Filthy Few Patch, zu Deutsch etwa Abzeichen der Dreckskerle. Die Rockers übernehmen für die Angels die Gewaltverbrechen. Die Puppet Gangs dienen dem Schutz der eigenen Leute, denn wenn irgendwas passiert, dann verliert man eben nur ein oder zwei von diesen Jungs. Einer stirbt, ein anderer kommt in den Knast, das ist eben so. Zum Schutz der ranghöheren Mitglieder gibt es bei den Hells Angels eine Elite-Truppe, die Nomads. Diese Mitglieder haben fast unangeschränkte Macht. Nomads bitten um nichts. Die machen, was sie wollen. Da heißt's, ich gehe wo rein, übernehme das Ganze und wenn das nicht passt, der kann gern versuchen, es mit uns aufzunehmen. Nomads gibt es überall, wo es Hells Angels gibt. Sie sind besonders erfolgreich darin, das Revier der Angels zu vergrößern, sowie Drogenumsatz und Profit zu steigern.
Die Hells Angels im Westen der USA beherrschen den Crystal Meth Markt. Diese Angels handeln hauptsächlich mit Kokain. Und zwar in rauen Mengen. Carl Broker hat sich bei der Gang als verdeckter Ermittler eingeschleust. Er berichtet, dass die Angels unglaubliche Mengen zu kaufen bereit sind. Bei meinem letzten Deal ging es um 40.000 Tonnen Kokain. Wenn du eine Ladung brauchst, besorge ich sie dir. Solche Mengen wollen nicht nur organisiert werden, sondern auch organisiert sein. Und darum kümmert sich Latarde. Diese Gruppe setzt die Kokainpreise fest und managt den Vertrieb. Das durchorganisierte Drogenimperium der Hells Angels breitete sich über die Staatsgrenzen hinweg aus. Die Grenze zwischen den USA und Kanada ist die längste ungeschützte Grenze der Welt. Sie ist durchlässig wie ein Sieb. Natürlich auch für Drogenhandel und andere Verbrechen. Sobald das Drogengeschäft ordentlich lief, machten die Angels klar, dass sie allein in der Stadt das Sagen haben. Stoff kauft man nur von den Hells Angels, sonst Ende Gelände. Die Hells Angels erklärten jedermann sofort den Krieg, der es auch nur wagte, sich ihnen in den Weg zu stellen. Andauernd wurde innerhalb der Gangs gemordet. Mal lag eine verbrannte Leiche auf einem Feld, ein andermal gingen Bomben hoch. Auch Unbeteiligte gerieten ins Kreuzfeuer. Das war ein Krieg, im wahrsten Sinne des Wortes. Montreal 1995. Die Hells Angels fochten einen blutigen Bandenkrieg mit der konkurrierenden Gang Rogue Machine aus. Es ging um die Vormachtstellung im Drogenhandel. Der Anführer der Angels, Mon Bushy, galt als gefälligster Krimineller der Stadt. Und jeder wusste, wer er war. Er lief immer zu mit seinen Patches durch Montreal. Er wollte, dass jeder wusste, dass er der Boss ist. Mom wusste auch, wie er seine Mannschaft motivieren konnte. Er sagte, für jedes tote gepatchte Mitglied der Rogue Machine gibt's $100.000. Wer auch immer damit rumläuft, macht sie alle kalt. Niemand war vor den Hells Angels sicher, auch Unbeteiligte nicht. August 1995. Die Hells Angels haben einen Jeep in die Luft gejagt. Der Fahrer, ein mutmaßliches Mitglied der Rogue Machine, war sofort tot. Der 11-jährige Daniel Desrosiers spielte gerade auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Bombensplitter drang in den Kopf des Jungen ein. 4 Tage später starb das Kind. Sogar die Polizei war schockiert, als sie herausfand, wie die Bombe gezündet worden war. Das war ein Fernzünder. Der Typ, der den Knopf gedrückt hat, muss ganz in der Nähe gewesen sein. Er muss die Kinder gesehen haben. Man konnte die Kinder auf der anderen Straßenseite einfach nicht übersehen. Daniels Tod führte zu einem öffentlichen Aufschrei. Dieser eine Mord veränderte die Bikerkriege grundlegend. Die Menschen waren außer sich vor Wut. Politiker und Polizei, einfach alle waren der Meinung, genug ist genug. Und die Hells Angels begriffen, dass sie das teuer zu stehen kommen würde. Um gegen die Biker-Gangs vorzugehen, bildeten die Behörden die Elite-Truppe Wolverine. Das Team konnte mehr als 130 Biker dingfest machen. Die Rogue Machine hat diesen Konflikt an gleich 2 Fronten nicht überlebt und musste sich schließlich doch den Hells Angels beugen. Dass Wolverine auch massiv gegen die Hells Angels vorging, wollte sich Bushy nicht gefallen lassen. Wir haben ihn ziemlichen Ärger gemacht. Und da hat er sich dann wohl gesagt, das können die mit mir nicht machen, ich bin Mambouchet. Und so wehrte er sich auf besonders perfide Art.
Sein erklärter Feind war nun der Staat. Er machte eine Todesliste mit Richtern, Anwälten, Journalisten, Politikern und Gefängniswärtern. Sein Ziel eine Art Terrorherrschaft. Juni 1997. Auf direkten Befehl von Mombouchet wird die Gefängniswärterin Diane Lavigne auf dem Heimweg von zwei Hells Angels erschossen. Sie brachten eine Wärterin um. Zufällig traf es sie. Einfach nur so. Der Schütze litt offenbar darunter, dass das Opfer eine Frau war und alarmierte Mombouchet. Er sagte, es gibt da nur ein Problem, es war eine Frau. Darauf, Mom, ist mir doch scheißegal. Es war ihm vollkommen gleich. Bouchers Vorhaben war in Gang gesetzt worden und das war nur der Anfang. Am 8. September 1997 fuhren zwei Hells Angels zu einer Bushaltestelle in der Nähe eines Gefängnisses. Um 6.30 Uhr stoppte ein Transporter mit Gefangenen und zwei Wärtern an einem Bahnübergang. Sie eröffneten sofort das Feuer auf die Windschutzscheibe und die Fahrertür. Der 49-jährige Gefängniswärter Pierre Rondeau war sofort tot. Sein Kollege konnte unverletzt entkommen. Angst und Schrecken breiteten sich immer weiter aus. In diesem Sommer wurden zwei Gefängniswärter getötet. Allmählich wurde den Menschen klar, das hat was von Terrorismus. Der Terror dauerte drei Monate lang. Dann im Dezember 1997 verhaftete die Polizei Stéphane Gagné. Er hat in beiden Fällen geschossen. Beim Verhör knickte er ein und beschuldigte Mombouchet, der Drahtzieher der Morde zu sein. Boucher wurde wegen zweier vorsätzlicher Morde und eines Mordversuchs verhaftet. Im November 1998 kam er vor Gericht. Es war die Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Jeder wusste, dass er der Anführer der Hells Angels war und dass die Gang in einen mörderischen Bikerkrieg verwickelt war. Gagné war der Hauptzeuge der Anklage. Nachdem die Presse Zweifel an seinen Aussagen geschürt hatte, wies der Richter Jean-Guy Boyard die Geschworenen an, die Glaubwürdigkeit eines Kriminellen genau zu überdenken und im Zweifel für Boucher zu stimmen. Er sagte, bei einem Zeugen, der nicht vertrauenswürdig ist, weiß man nie, wann er die Wahrheit sagt und wann nicht. 27. November. Bei der Urteilsverkündung war der Gerichtssaal voller Hells Angels. Die Geschworenen sprachen Boucher nicht schuldig. Boucher wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen. Das war völlig irrsinnig. Der Richter sagte, Sie sind ein freier Mann. Und Boucher sprang über die Sperre. Seine Jungs umarmten und drückten ihn und brachten ihn raus. Dort waren dann noch mehr Hells Angels und alle schrien und jubelten. Viele hätten sich in so einer Situation erst einmal ein wenig zurückgezogen. Nicht so Mombouchet. Am Abend desselben Tages war André Bouchard Preisrichter bei einem Boxkampf. Ich hatte immer noch an diesem Urteilsspruch zu kauen. Und plötzlich richtete sich ein Scheinwerfer auf einen der Eingänge. Alle schauten hin. Und da kam Mombouchet rein. Er hatte eine schwarze Lederjacke an. Er zog sie aus und zeigte das Emblem. 2000 Menschen erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten. Es war zum Verzweifeln. Dieser Typ war doch ein Killer. Mombouchet befand sich wieder auf freiem Fuß. Doch hatten die Behörden nicht vergessen, dass er den Befehl zur Ermordung mehrerer Gesetzeshüter gegeben hatte. Unter den Kriminellen gibt es ein ungeschriebenes Gesetz. Wir machen unser Ding, wir sind die bösen Jungs. Und ihr macht euer Ding, denn ihr seid die Cops. Doch jetzt war es andersrum. Das löste Angst, Hass und Wut aus. Nach dem Freispruch ließ es der Anführer der Hells Angels richtig krachen. Er lebte auf großem Fuß und legte Wert darauf, dass das jeder mitkriegte. Auch die Polizei.
Er fuhr mit diesem alten, aufgemotzten Schlitten herum. Darauf stand: Kill them all, tötet sie alle. Die Menschen applaudierten ihm, sobald er vorbeikam, und die Polizei, die ihn überwachte, war einfach fassungslos. Doch Mombushis Tage in Freiheit waren gezählt. Nachdem ein Staatsanwalt Berufung eingelegt hatte, wurde Mom im Oktober 2000 erneut verhaftet. Und so hatte nun Walter Stetnik das Sagen bei den Angels. Und er setzte ein Vorhaben um, das den Angels einen extremen Zulauf bescheren sollte. Walter Stetnik hatte eine brillante Idee. Es gab rund 150 bis 200 Biker, die verschwindend kleinen, aber doch sehr gefährlichen Gruppen angehörten. Denen bot Stetnik ein Tauschgeschäft an. Euer Patch gegen unseres. Ihr kommt zu uns. Niemand stellt Fragen. Ihr gebt uns euer Patch und werdet Mitglied der Hells Angels. Mit Bussen wurden mehr als 150 Biker zu einer Party gekarrt und kriegten ihre Patches. Diese Typen hatten noch vor kurzem auf Hells Angels geschossen und trugen auf einmal deren Abzeichen. Wenige Monate später starteten die Behörden eine der großen Aktionen gegen die Biker, die Operation Springtime. Hunderte Polizisten gingen im ganzen Land koordiniert gegen die Hells Angels vor und zerschlugen deren Führung. Insgesamt wurden 128 Hells Angels verhaftet, darunter auch Walter Stetnik. Letzten Endes wurde er wegen Anstiftung zum Mord und Drogenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Frühling 2002 war es dann auch für Mombushi vorbei. Er wurde in einem Wiederaufnahmeverfahren zweier Morde und eines versuchten Mordes an Gefängniswärtern für schuldig befunden und bekam dafür 25 Jahre. Das hat wirklich gut getan. Sie verpassten ihm Handschellen und er sah seine Freiheit nie wieder. Das war's. Trotz aller Verhaftungen, Verurteilungen und Gesetzesverschärfungen sind die Hells Angels immer noch die mächtigste Motorradgang in Nordamerika und haben ihre Finger in den Verbrechen an der amerikanisch-kanadischen Grenze. Die Hells Angels sind immer noch eine erschreckende Macht im organisierten Verbrechen. Sie handeln mit Drogen und Prostituierten. Sie tun, was sie schon immer gemacht haben. Während sie im Osten mit Kokain handeln, geht es im Westen eher um eine Marihuana-Sorte mit extrem hohem THC-Gehalt. Man weiß, dass die ungeheuren Mengen, die die Hells Angels nach British Columbia bringen, schließlich in den Staaten landen. BC Bud, also die British Columbia-Knospe, geht in Kalifornien gut, weil es so stark ist. Schätzungen zufolge werden mit BC Bud jährlich rund 6 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Angels sind inzwischen auch in den boomenden Handel mit Amphetaminen eingestiegen. Meth ist eine billige Droge. Inzwischen kommt sie auch nach Kanada, von Westen nach British Columbia, langsam aber sicher auch nach Ontario an der Ostküste. André Bouchard hat sich inzwischen zur Ruhe gesetzt. Nachdem Mombushi verurteilt wurde, sind die Kriege zwischen den Motorradgangs so gut wie vorbei. Doch heißt das für Bouchard nicht, die Hells Angels würden sich nun zurückziehen. Es wird weiterhin mit Drogen gehandelt und die Hells Angels prügeln, terrorisieren und morden weiter. Der Ermittler Cal Broker hat 8 Jahre lang als verdeckter Ermittler in diesem Milieu gearbeitet. Nach seinem Undercover-Einsatz setzte er sein normales Leben fort, ohne jeden Schutz. Er könnte jederzeit zur Zielscheibe werden. Wenn ich mir Sorgen machen würde, hätte ich mit dieser Sache gar nicht erst anfangen dürfen. Wer sich in die Höhle des Löwen begibt, weiß, was passieren kann. Polizei und Justiz haben hart zugeschlagen. Und trotzdem machen die Hells Angels weiter. Ihr Patch und die brutale Geschichte des geflügelten Totenkopfs kennt jeder. Ihr Clubhaus lag vor den Toren der Stadt und natürlich in Grenznähe. Es gab nur ein Problem. Die Angels waren nicht allein.
Auch die Motorradgang Outlaws versuchte, ihren Einflussbereich zu erweitern. Allerdings duldeten die Angels keine Konkurrenz. Sie stellten den Rivalen ein einfaches Ultimatum. Die Angels ließen die Outlaws wissen, entweder ihr verreckt oder ihr verschwindet. Den Krieg gegen die Outlaws führte Yves Trudeau alias Apache. Yves Apache Trudeau war der Killer King. Er war ziemlich klein, doch was ihm an Größe fehlte, machte er durch Niedertracht und Brutalität wett. Nicht gerade der Typ, dem man blöd kommen will. Den Krieg gegen die Outlaws führte Yves Trudeau alias Apache. Yves Apache Trudeau war der Killer King. Er war ziemlich klein, doch was ihm an Größe fehlte, machte er durch Niedertracht und Brutalität wett. Nicht gerade der Typ, dem man blöd kommen will. Apache verwendete Schusswaffen, konnte aber auch Bomben bauen. Vor seiner Zeit bei den Angels hatte er in einer Sprengstofffabrik gearbeitet. Dort hatte er gelernt, Bomben zu bauen. Und er wusste, wo und wie man umsonst an Dynamit kommt. All das hat er den anderen Gangmitgliedern beigebracht. Die Bombenanschläge verdanken wir ihm. Im Kampf gegen die Outlaws setzten die Angels am liebsten Bomben ein. Es wurde zu ihrem St. Lawrence River. Zwei Monate später trieben die Leichen dann an die Oberfläche. Das war eine klare Ansage. Verarscht uns nicht. Wir sind die Hells Angels, die gefährlichsten Jungs der Stadt. Und der beste Beweis, man ist nicht nur bereit, Gegner zu töten, sondern auch die eigenen Leute. Ein Mann aber war den Angels bei ihrer Aufräumaktion durchs Netz gegangen. Apache Trudeau. Als er erfuhr, dass die Angels hinter ihm her waren, beschloss er, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Seine Aussagen waren schockierend. Yves Apache Trudeau erzählte den Cops, dass er selbst 43 Menschen ermordet habe. 29 mit einer Knarre, 10 mit Bomben, 3 hatte er totgeschlagen und einen erwürgt. 43 Mordopfer. Yves Apache Trudeau war ein zweier vorsätzlicher Morde und eines Mordversuchs verhaftet. Im November 1998 kam er vor Gericht. Es war die Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Jeder wusste, dass er der Anführer der Hells Angels war und dass die Gang in einen mörderischen Bikerkrieg verwickelt war. Garnier war der Hauptzeuge der Anklage. Nachdem die Presse Zweifel an seinen Aussagen geschürt hatte, wies der Richter Jean-Guy Boyard die Geschworenen an, die Glaubwürdigkeit eines Kriminellen genau zu überdenken und im Zweifel für Boucher zu stimmen. Er sagte, bei einem Zeugen, der nicht vertrauenswürdig ist, weiß man nie, wann er die Wahrheit sagt und wann nicht. 27. November. Bei der Urteilsverkündung war der Gerichtssaal voller Hells Angels. Die Geschworenen sprachen Boucher nicht schuldig. August 1995. Die Hells Angels haben einen Jeep in die Luft gejagt. Der Fahrer, ein mutmaßliches Mitglied der Rock Machine, war sofort tot. Der 11-jährige Daniel Desrosiers spielte gerade auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Bombensplitter drang in den Kopf des Jungen ein. 4 Tage später starb das Kind. Sogar die Polizei war schockiert, als sie herausfand, wie die Bombe gezündet worden war. Das war ein Fernzünder. Der Typ, der den Knopf gedrückt hat, muss ganz in der Nähe gewesen sein. Er muss die Kinder gesehen haben.
Man konnte die Kinder auf der anderen Straßenseite einfach nicht übersehen. Daniels Tod führte zu einem öffentlichen Aufschrei. Und das war nur der Anfang. Am 8. September 1997 fuhren zwei Hells Angels zu einer Bushaltestelle in der Nähe eines Gefängnisses. Um 6.30 Uhr stoppte ein Transporter mit Gefangenen und zwei Wärtern an einem Bahnübergang. Sie eröffneten sofort das Feuer auf die Windschutzscheibe und die Fahrertür. Der 49-jährige Gefängniswärter Pierre Rondeau war sofort tot. Sein Kollege konnte unverletzt entkommen. Angst und Schrecken breiteten sich immer weiter aus. In diesem Sommer wurden zwei Gefängniswärter getötet. Allmählich wurde den Menschen klar, das hat was von Terrorismus. Der Terror dauerte 3 Monate lang. Dann im Dezember 1997 verhaftete die Polizei Stéphane Gagnier. Er hat Walter und Mom waren extrem ehrgeizig und sie hatten schnell raus, dass die Zukunft der Hells Angels in ihren Händen lag. Und diese Zukunft sollte sehr lukrativ werden. 2 Millionen im Monat nur durch Straßengeschäfte. Und blutig. Wenn einer dieses Patch trägt, tötet ihn. Die Hells Angels. Seit den 60er Jahren dehnte sich die 1948 gegründete Motorradgang erst über die USA und dann über die ganze Welt aus. Die Hells Angels halten sich nicht lange mit Drohungen auf. Bei den Hells Angels läuft das so: Wenn ihr hier bleiben wollt, müsst ihr bei uns eintreten, wenn nicht, knallen wir euch ab. Einige Clubs in den USA dachten sich da, wow, diese Typen sind echt unheimlich. Die Angels haben die Kontrolle über den grenzüberschreitenden Drogen in einer Sprengstofffabrik gearbeitet. Dort hatte er gelernt, Bomben zu bauen. Und er wusste, wo und wie man umsonst an Dynamit kommt. All das hat er den anderen Gangmitgliedern beigebracht. Die Bombenanschläge verdanken wir ihm. Im Kampf gegen die Outlaws setzen die Angels am liebsten Bomben ein. Es wurde zu ihrem Markenzeichen. Die Botschaft war klar und versetzte jedermann in Angst und Schrecken. Die Outlaws hatten schnell verloren. 1979 hatten die Hells Angels schließlich im Grenzgebiet das Sagen. Doch das genügte ihnen nicht. Sie wollten mehr und gingen auf Mitgliederfang. Eigentlich wollten sie viele neue junge Biker. Doch sie rekrutierten einen ganz anderen Typen. Die neuen wollten Geld machen und den amerikanischen Traum leben. Sie wollten reich werden. Daran scheitern viele. Diese Phase ist extrem brutal und erniedrigend. Die meisten Prospects werden zum Teufel gejagt. Diejenigen, die durchgehalten haben, müssen von 100% der Mitglieder gewählt werden, um zum Vollmitglied zu werden. Das kann Jahre dauern. Die Angels haben besonders skrupellose Taktiken entwickelt, um die Kontrolle über den Drogenmarkt zu gewinnen. So benutzen sie beispielsweise kleinere Biker-Gangs, sogenannte Puppet-Clubs. Die Angels sind die Strippenzieher, die kleineren Clubs stellen die Marionetten. Die Handlanger der Hells Angels in Quebec sind die Rockers. Die Rockers sind die Jungs fürs Grobe, die Bauern im großen Schachspiel. Und bekam dafür 25 Jahre. Das hat wirklich gut getan. Sie verpassten ihm Handschellen und er sah seine Freiheit nie wieder. Das war's. Trotz aller Verhaftungen, Verurteilungen und Gesetzesverschärfungen sind die Hells Angels immer noch die mächtigste Motorradgang in Nordamerika.
und haben ihre Finger in den Verbrechen an der amerikanisch-kanadischen Grenze. Die Hells Angels sind immer noch eine erschreckende Macht im organisierten Verbrechen. Sie handeln mit Drogen und Prostituierten. Sie tun, was sie schon immer gemacht haben. Während sie im Osten mit Kokain handeln, geht es im Westen eher um eine Marihuana-Sorte mit extrem hohem THC-Gehalt. Man weiß, dass die ungeheuren Mengen, die die Hells Angels nach British Columbia bringen, schließlich in den Staaten landen. BC Bud, also die British Columbia-Knospe, geht in Kalifornien gut, weil es so stark ist. Schätzungen zufolge werden mit BC Bud jährlich rund 6 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Angels sind inzwischen auch in den boomenden Handel mit Amtspolizei Stéphane Gagné. Er hat in beiden Fällen geschossen. Beim Verhör knickte er ein und beschuldigte Montboucher, der Drahtzieher der Morde zu sein. Boucher wurde wegen zweier vorsätzlicher Morde und eines Mordversuchs verhaftet. Im November 1998 kam er vor Gericht. Es war die Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Jeder wusste, dass er der Anführer der Hells Angels war und dass die Gang in einen mörderischen Bikerkrieg verwickelt war. Gagné war der Hauptzeuge der Anklage. Nachdem die Presse Zweifel an seinen Aussagen geschürt hatte, wies der Richter Jean-Guy Boyard die Geschworenen an, die Glaubwürdigkeit eines Kriminellen genau zu überdenken und im Zweifel für Boucher zu stimmen. Er sagte, bei einem Zeugen, der nicht vertrauenswürdig ist, weiß man nie, wann er die Wahrheit sagt und wann nicht. Er sagte, für jedes tote gepatchte Mitglied der Rock Machine gibt es 100.000 Dollar. Wer auch immer damit rumläuft, macht sie alle kalt. Niemand war vor den Hells Angels sicher, auch Unbeteiligte nicht. August 1995. Die Hells Angels haben einen Jeep in die Luft gejagt. Der Fahrer, ein mutmaßliches Mitglied der Rock Machine, war sofort tot. Der 11-jährige Daniel Desrosiers spielte gerade auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Bombensplitter drang in den Kopf des Jungen ein. 4 Tage später starb das Kind. Sogar die Polizei war schockiert, als sie herausfand, wie die Bombe gezündet worden war. Das war ein Fernzünder. Der Typ, der den Knopf gedrückt hat, muss ganz in der Nähe gewesen sein. Er muss die Kinder gesehen haben. Man konnte die Kinder auf der anderen Straßenseite einfach nicht übersehen. Daniels Tod führte zu einem öffentlichen Aufschrei. Dieser eine Mord veränderte die Bikerkriege grundlegend. Die Menschen waren außer sich vor Wut. Politiker und Polizei, einfach alle waren der Meinung, genug ist genug. Und die Hells Angels begriffen, dass sie das teuer zu stehen kommen würde. Um gegen die Biker-Gangs vorzugehen, bildeten die Behörden die Elite-Truppe Wolverine. Das Team konnte mehr als 130 Biker dingfest machen. Die Rock Machine hat diesen Konflikt an gleich zwei Fronten nicht überlebt und musste sich schließlich doch den Hells Angels beugen. Dass Wolverine auch massiv gegen die Hells Angels vorging, wollte sich Boucher nicht gefallen lassen. Wir haben ihn ziemlichen Ärger gemacht. Und da hat er sich dann wohl gesagt, das können die mit mir nicht machen, ich bin Mamboucher. Und so wehrte er sich auf besonders perfide Art. Sein erklärter Feind war nun der Staat. Er machte eine Todesliste mit Richtern, Anwälten, Journalisten, Politikern und Gefängniswärtern. Sein Ziel eine Art Terrorherrschaft. Juni 1997. Auf direkten Befehl von Montboucher wird die Gefängniswärterin Diane Lavigne auf dem Heimweg von zwei Hells Angels erschossen. Sie brachten eine Wärterin um. Zufällig traf es sie. Einfach nur so.
Der Schütze litt offenbar darunter, dass das Opfer eine Frau war und alarmierte Montboucher. Er sagte, es gibt da nur ein Problem, es war eine Frau. Darauf, Mom, ist mir doch scheißegal. Es war ihm vollkommen gleich. Bouchers Vorhaben war in Gang gesetzt worden und das war nur der Anfang. Am 8. September 1997 fuhren zwei Hells Angels zu einer Bushaltestelle in der Nähe eines Gefängnisses. Um 6.30 Uhr stoppte ein Transporter mit Gefangenen und zwei Wärtern an einem Bahnübergang. Sie eröffneten sofort das Feuer auf die Windschutzscheibe und die Fahrertür. Der 49-jährige Gefängniswärter Pierre Rondeau war sofort tot. Sein Kollege konnte unverletzt entkommen. Angst und Schrecken breiteten sich immer weiter aus. In diesem Sommer wurden zwei Gefängniswärter getötet. Allmählich wurde den Menschen klar, das hat was von Terrorismus. Der Terror dauerte 3 Monate lang. Dann im Dezember 1997 verhaftete die Polizei Stéphane Gagné. Er hat in beiden Fällen geschossen. Beim Verhör knickte er ein und beschuldigte Montboucher, der Drahtzieher der Morde zu sein. Boucher wurde wegen zweier vorsätzlicher Morde und eines Mordversuchs verhaftet. Im November 1998 kam er vor Gericht. Es war die Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Jeder wusste, dass er der Anführer der Hells Angels war und dass die Gang in einen mörderischen Bikerkrieg verwickelt war. Gagné war der Hauptzeuge der Anklage. Nachdem die Presse Zweifel an seinen Aussagen geschürt hatte, wies der Richter Jean-Guy Boyard die Geschworenen an, die Glaubwürdigkeit eines Kriminellen genau zu überdenken und im Zweifel für Boucher zu stimmen. Er sagte, bei einem Zeugen, der nicht vertrauenswürdig ist, weiß man nie, wann er die Wahrheit sagt und wann nicht. 27. November. Bei der Urteilsverkündung war der Gerichtssaal voller Hells Angels. Die Geschworenen sprachen Boucher nicht schuldig. Boucher wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen. Das war völlig irrsinnig. Der Richter sagte, Sie sind ein freier Mann. Und Boucher sprang über die Sperre. Seine Jungs umarmten und drückten ihn und brachten ihn raus. Dort waren dann noch mehr Hells Angels und alle schrien und jubelten. Viele hätten sich in so einer Situation erst einmal ein wenig zurückgezogen. Nicht so Montboucher. Am Abend desselben Tages war André Bouchard Preisrichter bei einem Boxkampf. Ich hatte immer noch an diesem Urteilsspruch zu kauen. Und plötzlich richtete sich ein Scheinwerfer auf einen der Eingänge. Alle schauten hin. Und da kam Montboucher rein. Er hatte eine schwarze Lederjacke an. Er zog sie aus und zeigte das Emblem. 2000 Menschen erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten. Es war zum Verzweifeln. Dieser Typ war doch ein Killer. Montboucher befand sich wieder auf freiem Fuß. Doch hatten die Behörden nicht vergessen, dass er den Befehl zur Ermordung mehrerer Gesetzeshüter gegeben hatte. Unter den Kriminellen gibt es ein ungeschriebenes Gesetz. Wir machen unser Ding, wir sind die bösen Jungs und ihr macht euer Ding, denn ihr seid die Cops. Doch jetzt war es andersrum. Das löste Angst, Hass und Wut aus. Nach dem Freispruch ließ es der Anführer der Hells Angels richtig krachen. Er lebte auf großem Fuß und legte Wert darauf, dass das jeder mitkriegte, auch die Polizei. Er fuhr mit diesem alten, aufgemotzten Schlitten herum. Darauf stand, kill them all, tötet sie alle. Die Menschen applaudierten ihm, sobald er vorbeikam, und die Polizei, die ihn überwachte, war einfach fassungslos. Doch Montbouchers Tage in Freiheit waren gezählt. Nachdem ein Staatsanwalt Berufung eingelegt hatte, wurde Mom im Oktober 2000 erneut verhaftet. Und so hatte nun Walter Stetnik das Sagen bei den Angels.
oder er setzte ein Vorhaben um, das den Angels einen extremen Zulauf bescheren sollte. Walter Stadnick hatte eine brillante Idee. Es gab rund 150 bis 200 Biker, die verschwindend kleinen, aber doch sehr gefährlichen Gruppen angehörten. Denen bot Stadnick ein Tauschgeschäft an. Euer Patch gegen unseres. Ihr kommt zu uns. Niemand stellt Fragen. Ihr gebt uns euer Patch und werdet Mitglied der Hells Angels. Mit Bussen wurden mehr als 150 Biker zu einer Party gekarrt und kriegten ihre Patches. Diese Typen hatten noch vor kurzem auf Hells Angels geschossen und trugen auf einmal deren Abzeichen. Wenige Monate später starteten die Behörden eine der großen Aktionen gegen die Biker, die Operation Springtime. Hunderte Polizisten gingen im ganzen Land koordiniert gegen die Hells Angels vor und zerschlugen deren Führung. Insgesamt wurden 128 Hells Angels verhaftet, darunter auch Walter Stadnick. Letzten Endes wurde er wegen Anstiftung zum Mord und Drogenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Frühling 2002 war es dann auch für Mombushi vorbei. Er wurde in einem Wiederaufnahmeverfahren zweier Morde und eines versuchten Mordes an Gefängniswärtern für schuldig befunden und bekam dafür 25 Jahre. Das hat wirklich gut getan. Sie verpassten ihm Handschellen und er sah seine Freiheit nie wieder. Das war's. Trotz aller Verhaftungen, Verurteilungen und Gesetzesverschärfungen sind die Hells Angels immer noch die mächtigste Motorradgang in Nordamerika und haben ihre Finger in den Verbrechen an der amerikanisch-kanadischen Grenze. Die Hells Angels sind immer noch eine erschreckende Macht im organisierten Verbrechen. Sie handeln mit Drogen und Prostituierten. Sie tun, was sie schon immer gemacht haben. Während sie im Osten mit Kokain handeln, geht es im Westen eher um eine Marihuana-Sorte mit extrem hohem THC-Gehalt. Man weiß, dass die ungeheuren Mengen, die die Hells Angels nach British Columbia bringen, schließlich in den Staaten landen. BC Bud, also die British Columbia-Knospe, geht in Kalifornien gut, weil es so stark ist. Schätzungen zufolge werden mit BC Bud jährlich rund 6 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Angels sind inzwischen auch in den boomenden Handel mit Amphetaminen eingestiegen. Meth ist eine billige Droge. Inzwischen kommt sie auch nach Kanada, von Westen nach British Columbia, langsam aber sicher auch nach Ontario an der Ostküste. André Bouchard hat sich inzwischen zur Ruhe gesetzt. Nachdem Mombushi verurteilt wurde, sind die Kriege zwischen den Motorradgängen so gut wie vorbei. Doch heißt das für Bouchard nicht, die Hells Angels würden sich nun zurückziehen. Es wird weiterhin mit Drogen gehandelt und die Hells Angels prügeln, terrorisieren und morden weiter.